Ach hier, gucke. Du musst das schauen. Ich habe die Produktionsqualität nochmal verbessert. Mal gucken, was klappt. Müsste eigentlich. Magic. Magic. Vermute mein erstes 100% Game. Das sind Zeitbomben. Nee, Moment. Was? Keine Ahnung, was das bedeuten mag. Ist das unten, wenn der zur Uhr wird? Ich verstehe. Ich verstehe. Die Kamera ist schwierig. Okay, hier ist der Levelanfang. Okay. Aber das ist meine erste Dings Map. Wie heißt es nochmal? Wie auch immer es jetzt heißt. Und ich werde da noch ein bisschen mit rumspielen mit der Technik. Schauen, was man da noch so rauskitzeln kann. Kenne mich leider gar nicht mit aus. Ich vorher auch nicht. Im Grunde genommen relativ simpel. Ich habe noch so ein paar Grundideen, die man machen kann. Also, das, was ich vorher hatte, diese Transition, wenn das zu und auf geht, ne? Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Was du bei OBS jetzt seit dem letzten großen Update machen kannst, jedoch habe ich keinen Master, A, kein Master und B, kein Interesse. Kein Interesse ist klar. Und kein Master braucht man dafür nicht. Im Grunde genommen konnte man vorher nur etwas davor schieben, während er hinten die Szene gewechselt hat. Und jetzt kann man das rein animieren, dass du quasi zwei Szenen auch gleichzeitig sehen darfst. Sonst wäre das nicht möglich. Was in drei Teufelsnamen? Fünf Drachen. Okay. Da hat ich seine Menge. Was für eine bist du? Ich verstehe nicht mal, was du sagst. Na, ich kann dir das erklären, wenn du möchtest. Kann ich das? Okay, der ist auch nicht tötbar. Was ist das für ein Geräusch? Da fuck! So, einer von fünf. Pass ja. Die Feinde hier können ziemlich unheimlich sein. Aber pass auf die Narren auf. Die will ich lieber rösten. Das. Ja, leider sind die Soundfiles irgendwie kaputt.
Manche Gegner sehen böse aus, aber besiegbar sind sie relativ simpel. Diese zahnlosen Hunde. Das war. Ausweichrolle. Die haben wir ganz vergessen. Das geht so nicht. Der macht. Ich wollte gerade sagen. Macht er unsere Libelle gleich komplett kaputt? Viel zu viele Gegner. Viel zu viele davon. Azizi. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte, dass ich das gemacht habe. Also das ist tatsächlich egal, auch wenn die groß und rot sind, kann man die töten. Es ist auch unmöglich, dann wieder auszuweichen. Hier ist eine große Truhe. Was? Das ist ein Accidental Secret. Einen wunderschönen guten Abend, Litschi. Irgendwann schaffen wir das mal auch nicht getroffen zu werden. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Montag? Was? Wie geht das? So, das hätten wir. Nehmen wir noch mit. Hier. Das war jetzt echt mehr Glück als Verstand. Wahrscheinlich der Levelanfang. Ja, es ist der Levelanfang. Da tanzen Hunde. Ach ja, war okay. Hatten ein zweites Kind zum Babysitten da. Das war etwas anstrengend. Okay. Ein Freund oder wie klein? Also ein Freund von eurem Kind oder noch kleiner, so dass es eher wirklich Babysitten im Sinne ist? Das. Auch anderthalb Jahre, so wie unser. Von den Nachbarn. Ja gut, bei anderthalb Jahren ist es ja dann wirklich noch Babysitten. So richtig, richtig Babysitten. Okay, das ist jetzt erst der dritte oder der vierte, ne? Weißt du, du bist vielleicht genau der richtige Drache, um Nasty Nog zu besiegen. Nasty wen?
Nasty Nork oder sowas. Okay, hier sind noch Geheimnisse. Aber Lotti Karotti. Punkt 1, hier ist noch was. Okay, so, die Treppe da. Was ist da hinten? Die bessere Frage ist, wie kommt man da hin? Da ist diese Kiste. Was? Dein guter alte Nasty? Das ist dein bester Kumpel. Ich löcke mal ein wenig, ich muss in Horizon weiterkommen. Ach, überbewertet. Nicht vergessen, beim Lurken immer nur den Tab stumm schalten und nicht den Stream, sonst sieht er das nicht. Okay, wie kommen wir darüber? Das ist eine gute Frage. Also man muss von weiter oben. Da oben ist auch ein Weg. What the fuck, wie geil ist die Lurk-Animation? Ach so, du hast das noch nie gesehen? Gucke, wie lange bist du schon nicht mehr hier gewesen? Es gibt jetzt eine, also noch, ich muss einfach noch mal mehr raussuchen tatsächlich und dann einbauen. Es gibt eine Lurk-Animation, es gibt eine Willkommen-Zurück-Animation. Da war ein B zu viel. Dann gibt es zwei oder schon, habe ich schon zwei eingebaut? Moment. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ne, erst eine. Dann gibt es noch eine für ein Wort. Okay, der ist, naja. Aber der passt. Da find mir ein Meme für ich bin zurück und wir können das gerne auch noch umändern. Aber ja. Schwierig. Die meisten sind lustig, aber die passen halt nicht zum Thema. Das ist ja ein Durchgang. Das sieht so durchgangmäßig aus. Ich finde dich aber ein Schniedel. Ja, das ist problematisch. Aber das Problem sollst du mir ja auch nicht lösen. Da unten geht's auch noch weiter. Ja, danke. Das ist aber, glaube ich, das ist der Geheimgang, den wir gefunden hatten. Ja. Da hinten ist noch ein Drache. Und da kommen wir rüber. Und Geronimo! Boing, 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 boing. Zwei, drei. Rein werden, bitte. Darfst du keinem erzählen. Okay. Drauf. Wir brauchen einen Pilz. Da ist ein Pilz. Pilz, 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 Pilz.
Danke, Spyro. Ich würde dir gern helfen, Nasty zu fangen, aber ich möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt sein. Keine Sorge, der Einzige, der hier... Hauptsache alle erwachsenen Drachen verlassen sich auf Spyro. Alle. So, da geht's auch weiter, aber hier geht's auch weiter. Kacke. Weil die alle halt keine Kraft mehr haben. Ja, aber auch nicht, nachdem wir die befreit haben. So, also darüber kommen wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube eher, das liegt daran, weil die alle Angst haben. Alle Schüsse. Da ist ein purpurner Fluss. No pun intended. Alles Hosenpupter. Ja, da haben sie, dabei haben sie nicht mehr Hosen an, ne? Das haben wir. Das müsste der letzte Drache sein. Aber es fehlen noch 100. Umso schlimmer. Dass du mich befreit hast. Bitte. Die sind immer so gesprächig. Das ist unfassbar. Okay, also 100 ist schon echt viel. Schon. So, das hätten wir. Das nehmen wir mit. Da sind noch zwei Kisten mit 5 und 10. So. Einmal rauf. Reicht aber auch nicht, ne? Da fehlt doch genau einer oder so. Doch nicht. Glück gehabt. Das war eine doofe Idee. Schon, lass mich doch einfach in Ruhe. Yes, Spyro! Woo! Ach so, ich verstehe. Warum denn auch den einfachen, direkten Weg? Towers. Das ist dann jetzt einfach so.
Was ein Layout. Zack. Hui. Zauber die mal an, bitte. Kann man das irgendwie triggern? Wen der anzaubert? Das war knapper, als ich wollte. Lofty Castle. Haben wir auch noch nicht. So, was gibt hier? 3 und 400. Der fliegt so ein bisschen rum. Was sind das für fette Hühner oder was soll das sein? Oh je. Ach so. So kräht hier also der Hahn. Was ist das? Oder besser gesagt, was soll das sein? Ein Hühnchen mit Verdauungsproblemen. Bisschen mehr Activia essen. Nee, Activia war aktiviert Abwehrkräfte. War das Betel? Nee, Betel ist Omega. Was war das noch mit den Darmbakterien? Dr. Shirota oder sowas. Werden einen wahrscheinlich nach oben befördern, wenn man 3 oder 4 davon hat. Hallöchen, Herr Axoim. Upsa. Ich hatte noch ein Programm offen, deswegen ging das nicht. Du hast keinen Obi-Wan bekommen, deswegen. Okay, so, wenn der runtergeht, legen wir los. Reichen 3? Einfach doch mal Hi schreiben. Very einfach. Very einfach. Dann gehe ich wieder. Ach so, ich verstehe. Hui. Feen sind stets auf deiner Seite, Spyro. Okay. Feen sind stets auf meiner Seite. Da ist eine große Kiste. Da sind rote Steine. Die müssen wir sowieso befreien.
Ach, Martin, ich habe auch schon ein zweites Spiel vorbereitet für heute. Falls wir Spyro durchbekommen. Und dann noch Zeit haben. Ich werde aber nicht verraten, welches. Das ist eine Überraschung. Weiß nicht. Ist ein SNES-Game. Eines, was auch nicht unbedingt viele Streams füllen wird. Ja. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Einmal ruf. Ach so, und Martin, du hast ja gefragt, was war das Technische, was ich funktionieren haben wollte? Das hier. Technik. Hat da gerade was geflackert im Bild? Ui, fancy. Ja, fancy. 100% Safe-Made. Sind auch nur 145 Elemente in After Effects. Ja. Okay, da oben ist eine Fee. Kriegen wir den? Nee. Da müssen wir fliegen für. Baruti. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitte, dass ich dich gerettet habe. Dankeschön, bitteschön. Lange Gespräche, viele Gespräche, gute Gespräche. Aber ich sehe das schon kommen. Bei all dem Kram, den ich jetzt selber mache, irgendwann melde ich mich bei Fiverr an und verkaufe den Scheiß. Einfach fertig verkaufen und sagen, hier, 10 Euro kannst du haben. Das ist zu hoch, um hinzuspringen. Dann haben wir einmal das hier. Okay. So, Frage Nummer 1. Warum schwebt der da? Da was? Ne, offensichtlich nicht. Okay, und rüber. Okay, dahin jetzt, ne? Denn da oben waren wir noch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Da geht's wieder weiter. Fuck. Na, ob man das so treffen sollte, halte ich jetzt erstmal für ein Gerücht. Da muss man einmal rumfliegen, offensichtlich. Und nochmal hoch. Hm.
Useni Inesu. Ah, Spyro, danke. Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Ja, aber der Supersprint, dafür muss ich ja eine Rampe haben. Wieso? Ich habe noch keine Tür gefunden. Oh je, Mine, oh je, Mine, oh je, Mine. Sehr gut. Die Reaktionszeit ist so schön nicht vorhanden. Da dotzt er den wieder runter. Unverschämtheit. Jetzt erstmal gucken, was hier ist. Nicht sehr viel, würde ich sagen. Das Dach? Müssen wir denn aufs Dach springen? Rechts lang? Gehen wir mal rechts lang. Nö. Hä? Seriously? Kacke. Wo müssen wir denn hin? Also links lang führt dazu, dass wir dagegen oben gegen dotzen. Rechts lang. Aber. Ah. Komisch. Gehen wir dann hier lang. Das bringt ja auch gar nichts. Dann hier lang. Alles klar, Gurke. Danke, danke dafür auf jeden Fall. Schon mal. Weißt du nicht, was ich dir getan habe, aber... Weg mit dir. So. Also, wir müssen auf jeden Fall rechts rauf. Das ist dann kein Powersprint mehr. Der kleine Eritos, du meinst die Stimme dann? Ich weiß nicht warum. Immer ich über meine Stimme lustig mache hier. Ubi! Ach, da müsste ich jetzt fliegen. Ah, ist das ein Dreck. Wir ignorieren jetzt den einen Drachen erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass man den nämlich nicht braucht. Ich glaube, das ist seine Originalstimme. Psst. Das ist ein Geheimnis. Einer weiß, wie meine Originalstimme sich anhört. Vielleicht so, vielleicht auch anders. Ich sollte das eigentlich nicht verraten, aber ja, ist es. So, hopp, hopp, hopp. Was haben wir hier? Da geht's auf jeden Fall hoch in eine Welt.
Hier ist nichts. Wusste es. Oh, guck mal, hier ist...